So, und da sind wir dabei, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Und jetzt machen wir ein Dimensionalduell. Jetzt können wir auch endlich mal die Kristallungeheuer nutzen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die funktionieren. Und ich habe mich da auch nie durchgelesen, weil die, glaube ich, richtig lange Effekte haben. Und sobald da Leute ankommen mit richtig langen Effekten, will ich die schon gar nicht mehr spielen. Ja, guckt euch das mal an. Das geht doch nicht. Weil der hat so viele davon. Scheinbar will er immer was in seiner Zauber- oder Feinkartenzone haben. Ja, und damit macht er auch seine Effekte. Problem ist, er hat Cyberdrachen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich den ersten Zug genommen, dann hätte er mir jetzt schon direkt den ersten Cyberdrachen dahingesetzt. Dann werde ich erstmal den Saphir Pegasus nehmen. Und dann werde ich hier noch eine Karte nutzen. Also das zählt nur als Spezialbeschwörung, ne? Aber wenn ich den jetzt mache, kann ich... Ja. Das Rubinkarfunkel, das ist dann nicht wirklich als Spezialbeschwörung geholt worden, oder? Ne, das ist dazu da, um die Held dann wieder zu holen. Okay. Ja, dann sagen wir, holen wir mal den dahin. So, und dann greifen wir an. Ich sehe schon, was du hier machen willst, Junge. Gleich haben wir hier wieder so einen super tollen Cyberdrachen sitzen. Naja, kommt hier direkt mit Überlastfusion an. Ich sag's dir. Der Chimera-Tech-Überdrache. Der alle Karten vom Spielfeld entfernt. Bei sich. Und dann machen wir so. Lieber dort haben. Der Stand wie möglich, ne? Möglichst viele. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich keine Karten mehr habe. Dadurch. Weil ich lege dafür ja zwei weg.
lege dafür keine zwei weg. Ach, du willst mich doch verarschen. Hätte ich echt Rubin-Karfunkel machen sollen, dann hätte ich nämlich zwei weitere noch holen können. Das gefällt mir gar nicht. Das hätte ich mit dem super tollen Cyberfestungsdrachen da zerstören können und da kommt er mit Explodierdrache an. Nö, da greifst du nicht an. So. Wow, ich kann dann eine Karte machen, das bringt's. Passt auf. Oh, ich kann dem auch eine Karte wegnehmen. Ja, dann lohnt sich das schon. Ja, machen wir. Nutzen wir die. Hätte ich lieber aus dem Deck nehmen sollen. Also Karten wegnehmen kann ich dem schon gut. Mich wundert es, dass er keine Zauber- oder Feinkarten nutzt, so wirklich. Außer halt jetzt die Überlastfusion. Die ihm jetzt im Endeffekt auch nicht so viel gebracht hat. Ah, da kommt schon Cyberfinsternis-Zeugs. Ey! Was soll das denn? Ich habe auf Ja gedrückt und dann wurde ich nach rechts gezogen, oder wie? Okay. Machen wir. Dann greifen wir direkt an. Aber nicht so. So, falls er mich jetzt angreift, werde ich diese Karte hier einsetzen. Cyberphönix an. Alter. Ein bisschen okay. Verteidigung. Ja, soll er doch eine Karte ziehen. Macht mir jetzt nichts aus. Hauptsache, ich krieg nachher halt den da weg. Habe ich überhaupt eine Karte, die stärker ist? Wahrscheinlich der Regenbogendrache, aber da brauche ich doch, glaube ich, auch richtig viel Karten für. Warum wird mir jetzt gerade auf meinem Handy angezeigt, dass da irgendein Video von Dremel Let's Play online kam? So, jetzt aber Rubin Karfunkel. Verteidigung. Du. In Angriff. Kann ich nämlich direkt angreifen. Und du. In Angriff.
So, und wenn er die jetzt zerstört, kann ich die halt direkt wieder da rein tun, ist das Gute. Bringt ihm halt so rein gar nichts. Okay, ich habe gerade irgendwas von Camtasia bekommen. Bringt dir herzlich wenig gerade, weißt du schon. So, wieder noch eine Cyberlarve hier holen. Machen wir doch. Geben wir dem das doch, aber kann er nicht, weil er keine mehr hat. Die Jagddrache. Jetzt habe ich hier schon drei Effekte. So viel. Ich hoffe halt einfach nur, dass er mir jetzt hier was wegmacht. Oder das Horn. 25. Hey. Fuck. Jetzt habe ich keinen Platz mehr frei. Ah, das behalte ich lieber. Ein Glück, dass ich 5 habe. Kann ich den wiederholen? Nein. So. Das machen wir. Alle Karten weg. Kannst mich mal. Wo will denn Saphir Pegasus? Topas Tiger. Und das Mammut. Und. Keine Ahnung, den hier noch. Und das hier. Wir dürfen einfach 5 Karten. Ja, danke. Bisschen OP. Und dann holen wir uns direkt noch eine nächste Karte da als Ding jetzt hin. Ja, ich denke, du hast verloren. Alter. Und das war gerade mal das erste Duell jetzt. So, die Befreiung des Drachen.
der mit seinem komischen Handteil. Handschuh. Handteil, Handschuh halt. Genau. Guckt euch die Hand mal an. Was ist los bei denen? Ist eh nur wegen der Duel-Disc, aber trotzdem. Hat der irgendwas Nerviges? Ich gehe davon aus, so wie der aussieht. So, einen Elementarhelden bitte. Dann halt nicht. Trotzdem eine Karte bekommen, also das hat dir wenig gebracht. Ja, macht jetzt wenig Unterschied. Natürlich hat er den Kampf aus Blender. Ist ja nicht so, als wenn der in Yu-Gi-Oh! 5Ds kommt. Ich glaube, den gab's hier auch schon. Vielen Dank. Was soll das? Ja, das bringt mir recht wenig mit dem Dark Panther gerade. Haben wir denn alles? Bubble Man und Avian? Low Neos? Dark Bright? Dark Neos? Chaos Neos? Was soll's denn? Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt Neos dann rausbekommen, ist zwar gering, aber immerhin. Natürlich. Ah, den kann ich wiederholen. Okay. Was soll ich ein anderes machen gerade? Ich bin ein Sumpfspiegler. Was ist das für ein nerviges Deck, was der Kerl hat? Ja, jetzt kriege ich hier Bubble Man. Natürlich. Ich habe aber leider keine Fusion. Sieht aus, als wenn der so ein Deck spielt, was darauf ausgelegt ist, dass er nicht angreift und die ganze Zeit nur abwartet. Und ich kriege hier nur Neos. Komm. Braucht eine Verteidigung, von daher.
Ist zwar besser für Neos, aber... Kommt der auch mit Nachschubtrupp jetzt hier an? Junge, setz jetzt nicht nochmal Oberseele ein. Das bringt mir halt auch nicht viel. Ich glaube, ich kann das hier neu starten, ey. Das bringt mir halt auch nicht viel. Dann habe ich vielleicht Neos da. Und das war's. Ich kann aufgeben. Ich meine, ich könnte noch gucken, was ich da bekomme, aber... Das bringt's halt nicht. Deswegen setze ich hier jetzt... Warum sollte ich das tun? Also falscher Held bringt mir halt gar nichts gerade, wenn ich nicht ein Neo-Weltraum-Viech da habe. Und selbst dann wird's mir ja nicht mal was bringen. Ja, ich kann aufgeben. Nerviger Drecksack. So, jetzt warte mal ab. Kumpel, jetzt kriegst du in die Fresse. Glaub mir, Junge, ich schreck nicht davor, auch mal auf Kinder zu schlagen, weil Kinder schlagen ja auch zurück. Tolle Aussage. Nein, guck dir den Typen an. Dem kannst du nicht trauen, der braucht Schläge. Okay. Wieder mit Sargverkäufer an. Verpiss dich. So, nimm keinen Hund. Der hat doch sicher irgendwas, was mich jetzt daran hindert anzugreifen. Das wollte ich nicht. Scheinbar nicht. Das hier. Also theoretisch ja. Kann ich den einfach wiederholen.
Also hat es im Grunde gar nichts gemacht. Ach komm schon. Exakt. Der spielt also komplett nur so. Okay. Nein. Der will durchgehend halt sich da verteidigen mit so einer Scheiße. Lass mich raten, da ist auch nochmal so ein Kack drunter. Oder sowas. Also damit könnte ich ihm auf jeden Fall dann die Karte wegnehmen. Die sind auch alle stark genug, um da was gegen zu tun, aber will ich jetzt nicht. Warten wir jetzt darauf ab, dass er irgendwas Blödes macht. Natürlich hat der Friedensbote, der Drecksack. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Junge. Oh, das mag ich. Ach, was machen wir jetzt? Nehmen wir ihm seine Karte weg. Das scheint mir gerade eine schlaue Idee zu sein. Und dann hoffen wir, der kriegt die nicht direkt wieder. Aber ich kann mir vorstellen, dass er die mehrfach hat. Weg damit. Muss das sein? So, holen wir direkt mal wieder mehr. Ich weiß gar nicht, ob das mit den Empfängern auch damit klappt. Naja, probieren wir es. Scheinbar nicht. Jetzt könnte ich jetzt Schrott Erzunterwäldler holen. Naja. Dann machen wir es so. Erster Drache. Also heute sind echt nervige Duelle. So wie es scheint. Ab. Und jetzt kommt er doch mit Sicherheit nochmal mit derselben Karte an. Oder das ist wieder eine, die ihm jetzt hilft. Ich habe die Sakuretsu-Rüstung, das ist doch schon mal etwas. Ah, die behalte ich erstmal, ich habe nämlich schon Spiegelkraft da liegen. Angriff. Tja, willst du mich hier jetzt einfach gewinnen lassen? Okay, ich verstehe nicht, wie die immer da was hinlegen und dann das im Endeffekt doch nichts bringt. Ja, toll, Jubel. Und Amethyl, das Chaos-Phantom. Okay, er wollte wahrscheinlich die drei Pseudo-Götter da holen. Die Phantome. Ja, deswegen hat er auch so viele Karten da immer gehabt. Macht schon Sinn. Gut, dann würde ich sagen,
wir holen uns jetzt noch ein paar Karten und die zwei Duelle machen wir dann als nächstes in der nächsten Folge. Und dann haben wir GX abgeschlossen. Dann gib mir mal was Tolles. Antikes Antriebsungeheuer. Ja, das können wir gerne nehmen. Ultimativer Tyranno. Aber nichts sonderbar Tolles. Der Steam Gyroid. Yeah, der ist so toll. Echt. Den hatte ich damals immer nur im Deck, weil man den fusionieren musste. Und ich habe mir so gedacht, ja geil, das muss cool sein. Nein. Jubel als Karte. Habe ich auch hier rumliegen. Verstehe noch nicht, wie man die ruft. Und auch noch Jubel, der ultimative Albtraum. Alter. Das habe ich, glaube ich, sogar in einem anderen Deck mal benutzt. Auch wenn ich jetzt gar nicht mehr verstehe, wie das geht. Der Glowmaus. Und ganz viele Helden. So, letztes Mal. Der Steam Healer. Großer Tornado. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Na gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann die zwei Duelle hier und beenden GX. Ciao.